Herzlich willkommen zu Unspielbar. Es wird wieder gequält und heute bin ich nicht der Gequälte. Ist ein guter Tag. Unspielbar. Ja, wir haben eine neue unspielbar gequälte Person sitzen nebenan. Warum rede ich so komisch? Hallo Sophia. Hallo Sebastian. Hey, na? Du hast richtig Bock auf dieses Format, oder? Ich habe tatsächlich richtig Bock. Mir geht es eigentlich nur darum, dir zu zeigen, dass ich das schneller hinkriege als du. Ich weiß nur nicht, was ich schneller hinkriege als du, aber ich schaff das. Du weißt eigentlich gar nicht, worauf du dich eingelassen hast. Sophia, aber das Spiel, das ich mitgebracht habe, ja, das ist ganz speziell für dich ausgewählt. Du magst doch Tierchen, oder? Ja. Es geht um I am Fish. Fische. Fische? Hammer? Hammer. Und jetzt gibt's eine kleine Matz, die erklärt, was Sophia machen soll. Sie wird sich freuen. Das mit viel Fantasie noch als Geschicklichkeitsspiel zu bezeichnende I am Fish ist schon an sich ein frustrierendes, kleines Hassspiel. Aber wenn man das richtige Level wählt, wird der Hass noch gesteigert. Im ersten Piranha-Level gibt es nicht nur kleine Rätselabschnitte zu lösen, die stellenweise punktgenaue Sprünge verlangen, sondern in einem Glaskulant auch noch einen Hindernisparcours zu überwinden. Die Steuerung von I am Fish ist generell richtig schön kacke und indirekt, was aber noch viel schlimmer wird, wenn man sich an Land fortbewegen muss. Das längliche Glas dabei in die richtige Richtung zu rollen, indem man mit dem Fischkopf an der richtigen Stelle dagegen dotzt, ist an Umständlichkeit kaum zu übertreffen. Schon einfach geradeaus zu rollen, ist eine echte Herausforderung. Und dann gibt es da noch einen Abschnitt, in dem Arschlochmöwen aus der Luft angreifen, sollte man sich zu viel bewegen. Ja, da sind Frust und viele Scherben vorprogrammiert. Ja, ich erzähle dir noch mal kurz was zum Spiel. Das kommt von den Leuten, die auch Surgeon Simulator und I Am Bread und sowas gemacht haben. Und wenn du kennst die Spiele, die lassen sich alle so ein bisschen absichtlich doof steuern. Und deshalb bist du jetzt ein Fisch in einem Glas. Ach so, oh mein Gott, ich dachte, ich bin ein Fisch in einem Glas und muss durch ein rundes Glas steuern. Ich dachte, nein, du bewegst natürlich das ganze Glas. Natürlich. Und du musst jetzt erstmal einen Weg finden, vielleicht vom, wo immer du da bist, Kühlschrank runter. Ah ja, gut. Langer Fall ist nicht gut. Du kannst dich noch weiter bewegen, aber das überlebst du leider nicht lange. Wie lange? Kannst du ausprobieren. Wo ist hier die Pfütze? Ah ja, okay, nicht lange. Okay. Das heißt, vielleicht? Ich muss irgendwie vorsichtiger fallen, vielleicht in diese Richtung. Das ist, sieht ganz gut aus, ja. Oh Gott, das bin ich. Also du spielst jetzt ein ganzes Level, ne? Okay, also man muss viel filigraner mit dem umgehen, was ich hier geplant hatte. Naja, vor allen Dingen halt, also ich glaube, der Weg auf dieses Regal war schon ganz cool, nur vielleicht nicht von dem Regal dann krass runterstürzen. Danke, Sebastian. Ja, ich dachte, ich gebe dir schon mal Tipps, weißt du, ich bin halt nett. Das einzig Gute ist, dass Sebastian die ganze Zeit nur mit mir durchleiden muss. Ja, ich habe davor auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Zu Recht. Also ich habe ein Looping dabei. Scheiße, das wird 6 Stunden, 7 Stunden dauern mindestens. Frag mich, wer das hier mehr bereuen wird, Sebastian oder ich. Ja, ich weiß es gerade auch schon nicht mehr. Oh! Wow, okay. Was immer das war, hat dich gerettet. Skill. Ich mach das doch. Aber guck mal, siehst du das da? Da ist die erste Muschel. Wo ist eine Muschel? Die goldene Muschel da vorne? Ja. Wenn du da hinkommst, dann hast du einen Checkpoint geschafft. Wirklich? Ja. Es war einfach, oder? Das ist viel zu einfach. Das wird nicht so schnell. Aber ey, um die Muschel zu kriegen, muss ich ja so richtig mit Anlauf dahin. Tja, was macht man da? Anlauf nehmen. Du willst quasi die Muschel erwischen, bevor du irgendwo aufkommst, ist das? Okay, vielleicht nicht mehr Anlauf, bitte. Anlauf! Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Yay, ich bin im Wasser. RBLB. Genau, also eine von den beiden, das ist dein Skill, ne? Dann beißt der Piranha sozusagen. Oh. Du musst auch nur einmal beißen drücken, ne? Oh, Scheiße. Aber er muss halt auch beißen. Ich habe das Gefühl, der nutzt. Da war er, glaube ich, dran. Ja, zu weit. Ah, ja! Njam, njam, njam. Tja, und jetzt? Und jetzt? Ja, und jetzt? Sorry, ich bin fast gestorben. Ich dachte, jetzt habe ich das gelöst. Vielleicht noch nicht. Ja, scheinbar. Also beißen kannst du schon mal. Jetzt muss ich mich dran hoch
bewegen vielleicht. Yes! Kaputt machen. Das ist. Ey, broke it! Ich glaube, du beißt. Ja, jetzt, ich habe mich festgebissen. Scheiße. Ja, jetzt musst du da raus, kleiner Fischi. Komm auf. Wutzi! Ja. Oh Gott. Yes! Freiheit! Freiheit! Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wen kann ich beißen? Ich beiße gleich Sebastian. Wo ist Sebastian? Komm, so. So. Alles, was du hier jetzt lernst, brauchst du gleich noch. Wirklich? Es wird gleich noch in Perfektion abgefragt. Kann ich hier drunter eigentlich? Rote Farben markieren vielleicht, wo man beißen kann. Aber ich glaube, das weiß sie noch nicht. Aber sie war gerade schon nah dran. Also irgendwie müssen wir jetzt daran arbeiten, hier rauszukommen. Ich nehme mal an, ich als kleiner Fisch habe jetzt nicht unbedingt den Super-Skill, diese Tür aufzukriegen. Vielleicht wäre ein Kurzschluss verursachen jetzt auch nicht die geilste Idee. Hier ist noch eine Tür. Hat das einen Grund, dass das hier rot ist? Weiß ich nicht. Lass los. Die gute alte Signalfarbe. Alter, wie er richtig Bock hat. Ey, aber wenn das da geht, geht's ja überall. Auf geht's. Dann kann ich jetzt auch andere Sachen aufbeißen. Sebastian, tut mir leid, ich muss jetzt aber alle Türen aufbeißen. Ja, ist okay. Geht das nach Geschwindigkeit hier? Nö. Naja. Ein Brot! Ich habe gerade das Gefühl, der Spieß wird umgedreht. Jetzt werde doch ich gequält. Geht der Kühlschrank auch auf? Oh Gott. Sebastian, lohnt es sich noch andere Türen zu öffnen? Es geht hier auch um deine Zeit. Mhm. Lohnt es sich? Nein. Das war mir zu fragend. Ich probiere noch mal bei der Pflanze. Nee, ich glaube, das hier geht nicht. Die große Tür safe nicht. Vielleicht geht hier diese noch auf? Na gut. Egal. Guck, hier geht's sofort. Lass los. Alter, was? Und gleich wieder zumachen. Sehr schön. Starker Fisch auf jeden Fall. Also da hinten ist ja ein Fenster. Das heißt, vielleicht müssen wir noch irgendwas aufbekommen, damit wir da aus dem Fenster jumpen können. Ich weiß, warum ich dich für dieses Spiel ausgewählt habe. Warum denn? Weil du so smart bist. Also das konnte ich schon mal nicht beißen. Aber ich finde es süß, dass die hier so eindeutige Zeichen geben. Schon süß. Lass die Scheiße jetzt da los. Rohre zerbeißen. Das ist voll mein Ding. So, aber wir wissen ja ganz genau, dass jetzt auf der Ebene noch mal Brot sein muss. Gibt's auf der Ebene noch mal Brot, Sebastian? Ich weiß es nicht. Das mit dem Beißen kriege ich noch nicht perfekt gesündigt, muss ich sagen. Also, wenn es dich beruhigt, wenn du da aus dem Raum rauskommst, dann geht's erstmal nicht mehr ums Beißen. Ist doch super. Top. Guck, das läuft doch jetzt auch schon viel besser. Jetzt hast du dich vertraut gemacht mit dem Piranha. Ihr seid jetzt richtig gute Freunde. El Piranha. Jetzt kann das große Abenteuer losgehen. Tonic! Gehen wir trinken mit dem Piranha jetzt? Ich habe vergessen, wie schnell du dich von vielen Dingen ablenken lässt. Ja, genau, nochmal einen Topf aufmachen, vielleicht ist da noch was drin. Ja, oder? Geil, umgestoßen. Aber ich wollte doch ein Collectible haben. Gib mir mein Brot. Eine Ewigkeit später. Irgendwie geht das nicht. Wir wären wahrscheinlich längst mit dem Level durch, wenn ich hier nicht auf Brotkrümeljagd wäre, oder? Okay, ich höre auf. Ey, nee, wenn du Spaß dran hast, ich möchte jetzt nicht. Ein Hammer. Ein Brot. Die Piranha-Vibes. Nice. Oh no. Ein neues Glas. Oh nein. Jetzt habe ich das Brot nicht gegessen. Naja, ich werde das Spiel einfach nochmal spielen und dann alle Collectibles auch sammeln. Oh, mach mal einen Livestream draus. Ich glaube, ich würde es mir nicht angucken. Nicht angucken? Was? Sebastian! So, jetzt hier, roll mal mit dem wundertollen weißt Glas. Weißt du, was jetzt vielleicht passiert? Vielleicht mache ich mein Glas gleich kaputt. Das wird passieren, ja, auf kurz oder lang. Das Geile an diesem Glas ist, es steuert sich halt noch viel, viel beschissener als das runde Glas. Sebastian tut halt gerade eben so, als würde er mich leiden lassen, aber wir alle wissen, wer von uns beiden hier gerade mehr leidet. Nein! Und das Auto! Ich will ja ins große, weite Meer. Das ist auch ein bisschen Vogelkacke. That's the spirit, genau. Oh, okay. Achtung, Auto! Auto! Oh. Ich wollte zwischen die Reifen.
Oh, ey, nicht schlecht. Ich war überrascht. Du warst aber selber überrascht. Das habe ich dir angesehen. Nicht drauf zurollen! Oh, dein Glas ist heil. Da kommt ein Bus, da kommt ein Bus. Okay, sehr gut. Auf deiner Seite! Oh Gott. Oh. Oh. Cheater, aber nicht schlecht. Das mal ein Style. Muss ich hier vorne leben? Oh Gott, nein! Nein! Geh wieder an die Wand! Geh wieder an die Wand! Der Trick ist vorbei! Nein! Oh Gott, da kommt das auch noch. Ja, sehr gut, Alter, sehr gut. Sehr wie nah er an der Wand fährt, der hätte mich jetzt voll erwischt. Natürlich hätte er das. Oh, ich muss da lang, ich muss da lang. Ja, komm, 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 komm! Ah! Ich bin so gut. Sehr gut. Ja, das ging jetzt tatsächlich plötzlich dann doch schneller, als ich erwartet habe. Muss ich hier jetzt nach links? Ich glaube, es sieht so aus. Guck mal, da hinten ist eine Muschel. Ja, weil diese Rampe sieht so aus, als würde das Spiel wollen, dass ich jetzt sowas Gefährliches mache. Ja, langsam einparken, genau. Und? Nicht vergessen, wenn es gleich rollt, musst du vielleicht auch noch ein bisschen lenken, ne? Ist abschüssig und so. Ja, sehr gut. Aber ich weiß nicht, wo lang es hier jetzt geht. Sehr gut. Mein Glas ist voll angebrochen. Ja, aber du hast es überlebt. Ich bin ein Fisch. Ich kann das von Natur aus. Oh, 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 oh. Langsam, langsam. Oh Gott. Ja, 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 ja. Oh, oh nee, nee, nicht rechts, nicht rechts. Links, 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 links. Oh. Alter, rechts, 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 rechts. Nein. Sehr gut. Bis rechts, bis rechts. Ja. Sehr gut. Yes. I am the fish of the year. So, Sebastian, hast du Bock auf noch eine Rampe? Na klar! Okay. Oh! Oh! Möwenalarm! Ja, du hast schon gemerkt, jetzt haben wir Möwenalarm. Diese Anzeige sagt immer, ob sie dich sehen können. Wenn es rot ist, haben sie dich voll im Visier. Aber sind das so Möwen wie an einem See inland in Deutschland oder so Nordseemöwen? Okay, Nordsee. Du bist tot. Oh. Arsch. Eieiei. Richtige Arschmöwe. Du siehst die Sprünge in deinem Glas, ne? Ja, ja. Ich dachte, ich mach dich nochmal drauf aufmerksam. Es war einmal eine Möwe. Die wollte einem lieben Piranha mal so richtig auf den Sack gehen. Da dachte sie sich, ich nenne mich Sebastian, die kleine Nervmöwe. Und gebe Sophia ein fieses Spiel. Nein, sagte dann Sophia. Ich bin doch so ein guter Piranha. Oh, no! Und da war er wieder, Sebastian. Oh, muss ich mal... Ach, oh. Nee, er beharrt. Oh. Ja. Oh, no! Möwen sind richtige Arschlöcher. No! Oh. Nein, ich musste kurz wenden. Ach so, ja. Ich find's echt gut, mit was für einer Geduld und mit was für einer Ruhe du das machst. Geh runter da jetzt! Oh, sieht man denn auch no! Was für... Digga, die kam aus der fucking Wand! So, also hier bemerken sie mich nicht. Ich hab schon gelernt, wenn ich was über mir hab, dann bin ich weniger auffällig. Bin ich auch weniger auffällig, wenn ich mich nicht bewege? Einfach nicht bewegen. Genial! Oder? In einem Spiel, in dem man steuern muss. Hey Sebastian, warum hast du mir nicht vorher gesagt, dass man einfach unauffällig da durchgehen kann? Wäre auch viel zu einfach. Ja, Sebastian, und sonst so? Das ist ganz schön langweilig jetzt, ne? Sollen wir mal ein paar Möwchen rufen? Mach mal ein bisschen Action jetzt hier. Okay. Komm. Ups. Wow. Spiele ich ein Level oder zwei? Du spielst ein Level. Ach, nicht in die Richtung. Da ist eine Muschel.
glaube, langsam verstehe ich jetzt das längliche Glas. Es wird Zeit, dass jemand mein Glas kaputt macht und irgendeine neue schwierige Scheiße mit mir durchzieht. Keine Angst. Eieieiei, okay, ciao. Scheiße, oh. Das wird richtig beschissen hier, die Nummer. Hab ich, ey, Alter, oh, wie gut. Ich bin so gut, Leute. Das war, ging erstaunlich gut. Diesen Fischen geht es immer besser. Lern von mir, ich bin tot. What the fuck, Alter, da war doch schon das Wasser. Fuck. Sebastian, war das Absicht? Oder habe ich was falsch gemacht? Weiß ich nicht. Hätte ich nicht so lange gelabert, wäre ich vielleicht in der Frage. Vielleicht warst du einfach zu langsam und das Spiel hat dich bestraft. Oh, ich bin das wäre ein sehr schönes Szenario. Was? 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 So ein Huhn. Oh. Nice. Das ging schnell. Jetzt habe ich das Loslassen zumindest ganz gut drauf. So. Möwe, was sagst du jetzt, du Loser? Na. Toilettenpapier. Fast genauso gut. Ach, hier. It's big and it's red. Let's eat it. Mir wird schon schwindelig, geh kaputt. Okay. So, jetzt komme ich immer ins Klopapier ran. Und jetzt verstopfe ich damit den Abfluss. Wenn ich kann, denn ich bin ein sehr großer Piranha-Fisch. Okay, Sophia. Dann suchen wir mal weiter, was wir hätten. Was sagt eigentlich so dein Spaßlevel? Das scheint dir schon, du scheinst es zu mögen, oder? Ja, sobald es um was so ein bisschen Kompetitives geht, finde ich es ja auch super. Und vor allem geht es ja auch darum, schaffe ich es besser zu sein als du? Und das finde ich dann ja sofort Hammer. Ich habe jetzt das Klo verstopft, nur falls jemanden interessiert. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, irgendwie dachte ich, das wäre ein richtig guter Plan. Vielleicht muss ich mit dem Klopapier hier gleich rausspringen, weil es mich so nervt. Das ist eine super Idee, ja. Oh mein Gott. Oh! Endlich. Leid. Was? Was? Stell dir vor, du kommst ins Klo und siehst das. Kamera. Was? Auch schön, wie du mit der Kamera arbeitest. Ja, so. Was passiert da? Der hat sich das ausgedacht. Welcher Mensch? Oh! No. Hey, wieso hat mir keiner gesagt, dass auf Y respawn ist? Seid ihr doof? Weil du das selber nachgucken kannst? So, also, hier ist das Toilettenpapier, ja? Ich präsentiere euch das nochmal kurz. Oh. Oh Gott! Oh nein! Können wir das deaktivieren? Ich dachte, dass wir springen gerade. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das unterhaltsamer ist, als das mit dem Glas rumrollen. Oh, oh Gott, warum habe ich das nur gesagt? Schon wieder resettet. Hey, what happened? 1000 Qualen. Komme ich denn so hoch vom... Ich kann doch so hoch springen. Oh. Nein, nein. Dein Endgegner ist die Y-Taste, what the fuck? Ich kann das nicht! Ich habe wirklich vieles erwartet, aber nicht das. Das wäre doch mal was, eine Disziplin Toilettenpapier-Weitwurf in diesem Spiel. Sebastian, was hältst du davon? Du gegen mich. Mhm. Ist cool, oder? Klingt Hammer. Oh. Ja! Okay, der kam unerwartet. So. Ah. Komm raus! Ach nee. You can do it! Das ist echt so dein Endgegner, ne? Toilette und Waschbecken. Jo, sehr gut. Yes! Zerstör den Boiler!
No. Ja, I know, Sebastian. Kommen gleich noch mal Möwen. Geh kaputt jetzt! Oh. Eine Möwe. Alter, ich schwimme dir jetzt so richtig in den Arsch rein und schubst die da runter. Kann ich die mit einer Klopapierrolle abwerfen? Na okay, ich glaube, das ist nicht intended, dass ich das mache. Tschüss, oh. Du Penner! Oh. 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 Knapp, knapp, knapp! Ah. Oh. Sorry. Du hast es geschafft. Das war's. Hammer. Cool. Ja, man weiß wirklich nicht, ob du gequält wurdest oder ich. Da waren Momente dabei, bei denen ich mir wirklich nicht mehr sicher war. Die Grenzen sind verschwommen. Aber, ey, du hast es gut gemacht. Wirklich? Ja, also bis auf die Toilettennummer, bis auf die Taste Y, das Toilettenpapier am Ende war jetzt auch nicht unbedingt. Aber sonst... Ja, und der Anfang vielleicht, das war auch noch ein bisschen anstrengend, aber sonst war es gut. Sonst war es gut. Also spielen wir das Level jetzt gleich nochmal? Ja. Nee, ohne mich. Das war Awards Gaudi. Wenn ihr noch mehr Gaudi möchtet, könnt ihr hier auf das andere Unspielbar klicken. Außerdem könnt ihr mir natürlich vorschlagen, womit ich, Sebastian, unspielbar quälen kann. Und hinterlasst wie immer hier Daumen nach oben, Kommentar sowieso, weil ihr was vorschlagen müsst. Und abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, warum ich nicht wüsste, wieso. Ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß. Ich finde, ich war ein ganz toller Fisch und Sebastian hat mich nicht gequält. Ich hatte eine tolle Zeit. Ja, komm her. Was für Fische halt machen? Ich will nach Hause.